Moinsen Mahlzeit und hallo, herzlich willkommen zurück. Und wir sind wieder bei Hitman Freelancer und ich weiß echt nicht. Gut, jetzt habe ich Dubai durch. Jetzt muss ich natürlich gucken, was spiele ich als nächstes? Sapienza? Mache ich da den Showdown in Bangkok oder in Hokkaido? Hokkaido ist schwer als Showdown. Bangkok wäre besser. Sapienza nehme ich. Kann ich jetzt noch und dann fliege ich mal los. Okay, nein, ich fahre. Mit dem Boot ist nämlich cool. Welcome to Sapienza. Intel tells us that there are syndicate members in the area. I trust that you can find them and eliminate them. Godspeed, 47. Okay, ich glaube, ich hatte einen Bootsunfall. Ich lieg zumindest im Sarg. Offener Sarg ist auch so ein irgendwie untypisches Ding. Ich habe sowas in Deutschland noch nie, aber egal. Ja, gut, ich bin hier und wenn ich rausgehe, erkennt mich jeder. Mega! Ja, cool, okay. Muss ich jetzt irgendwie mal gucken, wie ich hier rauskomme. Okay. Ja, als der kann ich mich wohl nicht verkleiden. Ich mache jetzt das Waschbecken. Und dann kletter ich in die Kiste. Na komm. Erstmal überlaufen lassen und dann so, ausmachen und ab in die Kiste. Denn bei dem anderen Waschbecken würde er mich sehen. Ey, wieso bist du so kackschnell? Ja, ach scheiße. Ja, ist okay. Hallo. So. Ja. War nicht geplant. Aber jetzt bin ich halt Kirchenmitarbeiter. Okay. Nicht ins Waschbecken. Im Waschbecken hat er nichts verloren. So, ab in die Kühlbox. Dass ich ihn damit nicht töte. Aber gut. Okay. Ja, cool. Die anderen erkennen mich immer noch. Okay. Aber nach vorne komme ich wenigstens raus. Und ich habe einen Schlüssel. Yay, yay. So. Ach, hübsch. Ach du Schande. Ja. So, komme ich hier irgendwo außen rum? Nee, da sind zu viele Leute. Da, nee, da komme ich ja gar nicht lang. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo hier aktuell gerade überhaupt meine, sagen wir, Opfer sind. Aber erstmal die Münze hier mitnehmen. Ich weiß, dass hier vorne eine liegen müsste, genau. Denn Münze geht immer. So. Ich überlege gerade. Ah, okay, gut. Da gehen wir erstmal hin. Denn Boxen öffnen, beste. Magnesiumpulver? Ja. Give my best to Father Francesco. Ja, 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 ja. Wer auch immer Vater, Pater Francesco ist. Noch eine Münze. Mensch. Ich werde hier demnächst Münzensammler und nicht Pfandsammler oder so. Ah, du pennst. Okay, alles gut. Nicht aufwachen. Bleib schlafen. Gut. Noch eine Münze. Meine Güte. Hier ist aber viel. Man möchte meinen, dass das hier ein Touristenort sei. Dieses Sapienza. Ah, so. Wie war das? In die Kirche kann ich doch rein, oder? Ich habe doch den Kirchenschlüssel. Ja. Zumindest ins Theorie drinne. So, ich bin hier aber zu sehr unter Beobachtung. Das heißt, ich versuche den Untereingang da unten. Ich war so lange nicht... Ach, schade. Okay, gut. In Sapienza habe ich schon ewig nicht mehr gezockt, aber ich weiß, hier komme ich hoch. Und einen weiter. Und hier haben wir... Tubidub, erklimmen. So. Und hier kann ich nämlich, glaube ich, rein.
So. Jetzt nur noch wissen, wie das hier war. So. Da ist der eine Ausgang. Oh shit. Okay. Dieser Ausgang ist wohl, wie heißt es so schön? Vermint? Ich komme hier zumindest nicht raus. Ohne Einsatz von... Ach, stimmt. Ich wurde ja eh schon ertappt. Also von daher kann ich die auch nutzen. Okay, ihr seid alle im Anwesen. Okay. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen, ob ich hier rauskomme. Dumm die dumm. Yay. Okay. Kamera ist aber nicht hier über der über der Tür, sondern da hinten im Winkel. Ah, okay. Ja, cool. Dann wegnehmen. Ah, scheiß neugierige Menschen. Ja, ich hab was gehört. Ich gehe da jetzt hingucken. Ja, ich gehe schon weg. Ach, du rennst zu schnell hinter mir her, Jung. Okay. Boom, weg. Nicht sehen lassen. So. Die Frage... Ach, der kommt gar nicht? Nee, der kommt gar nicht. Okay. Irgendwas ist hier. So. Werde ich Kellner oder nicht? Ach nee. Kellner. Wer will denn schon Also, sorry, ich mag, was ihr tut, aber Kellnern ist nichts für mich. Ich verschütte zu viele Sachen. So, wo ist die Kamera hier? Komme ich dran? Wo ist die Kamera? Ach, da oben im Weg. Ach du Scheiße. Da kann ich nicht dran. Okay, dann lasse ich das sein. Ich könnte jetzt hier durchs Fenster raus Richtung Marktplatz, aber ich glaube, da würden mich die Leute sehen. Also gehe ich den Weg, den ich runtergekommen bin. Was war das gerade? Da wurde die Musik plötzlich spannend. So, hier ist aber Freibahn mit Marzipan. B-b-b-bahn. So, ab in die Unterführung. Und hier sind jetzt nämlich meine beiden lieben Bodyguards und... Von dem einen möchte ich gleich die Verkleidung haben. Ach, Diggi, was machst du hier? Okay, er braucht erstmal ein bisschen persönlich Zeit. So, Münze nehmen. Ja, habe ich den armen Jungs jetzt ihre Münze geklaut. So, wie lange bist du auf dem Pott, Jung? Komm raus da. Hey, would you mind a little privacy, please? Hey, I'm sorry, but I need you to leave, okay? Ja, ist okay. Du wolltest gerade rausgehen. Vergiss das nicht. You gotta leave right now. Ja. Depp. Ey, du willst jetzt nicht... Nein, okay, gut. Will sie nicht. So. Nicht wundern, ich guck gerade unten in dem Ding... Okay, die Falsche wird aufmerksam. Grrr. Okay, dann lassen wir sie jetzt einmal eben spülen. Mann! So, geh weg. Musst du jetzt echt erst hier wegwischen? Geh einfach, lass es für den Nächsten da liegen. Geh. Kind. Great. Ja, jetzt ist wieder sauber und das Taschentuch ist nass. Mann. So. Junge Frau, wenn Sie jetzt gehen würden, bitte. Bitte. Ich habe Biete gesagt. Ich werde hier gleich sauer. Oder ich schmeiße einen Magnesiumbeutel auf die Jungs. Oder alternativ schieße ich gleich einem mit der Seeker in den Hintern. Boah, Mädel, geh. Einfach geh.
Husch, husch. So, jetzt aber. Reagiert ihr bitte? Das Wasser läuft. Okay. Einmal gutes Personal. Okay, gut. So. Jetzt legen wir hier einmal eine Münze hin. Ja, wo ist er denn? Ja. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ach komm. Es kann auch nicht so schwer sein, da eine Münze zu platzieren. Ich sehe vor allem nicht. Ah! Ich sehe zum ersten Mal, wo die Münze liegt, aber jetzt wieder nicht. Nicht wundern, ich versuch's gerade. Yay! Es hat geklappt. So. Ach, da wäre noch eine Toilette. Die ist mir nie aufgefallen. Da hätte ich auch hingehen können. Okay, das hast du gesehen? Ach nee, das war der andere Fuzzi. Okay, gut. Ja, du machst jetzt mal das Ding da. Nee. What the? So. Oh, du hast eine Münze gehört. Geh da hinterher. What? Ja. So, heb sie auf. Tu es. Huh. Ich schmeiße in der Zwischenzeit weiter. Yeah, you the man. Huh? Oh. You know, ja, ich weiß. To throw things. Ja, ist ja okay. You little... Sorry, but just need a second here. Yeah, ist okay. Leute, ihr wisst ja, ne? Lasst ein Abo da, sonst geht's euch genauso wie ihm. Und liken. Und Glocke. Und wenn ihr schon dabei seid, Kommentar. Ja, ich weiß, ich vertreib wieder derbe. Mir reicht schon mal Abo. Ach, scheiße. Knarre weg. Hallo. Nein, 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 meine Münze. Siehste, meine. Whoa, occupied, okay? Hier ist occupado. It's occupado. Ja, ja, ist klar. Find another spot, buddy. This is taken, okay? Nee. Whoa, occupied, okay? Diggi, ich bin hier schon länger. Du hast das Besetzschild missachtet. Shit. Na, blöd Mann. Geh ich halt raus. Warte hier draußen. Wischt er jetzt auch? Mann. Was sind das alles für reinliche Menschen? Einfach mal hier. Lass doch die Pfütze da. Hast daneben gepinkelt? Egal. Auf den Klorand lassen wir das. Jo, so, jetzt bin ich endlich Man in Black. Oh mein Gott, bin ich peinlich. Ja, okay, ich bin Man in Black. So, jetzt kann ich auch rüber. Ich könnte den Haupteingang nehmen, wahrscheinlich, oder? Wobei, nein. Ja. Nein, würde ich nicht. Stimmt, ich habe die falsche Verkleidung. Ich brauche den... Oder? Ja, war klar. So, da oben sind sie. Kommst du jetzt runter oder nicht? Kommst du weiter runter? Okay, du bist da oben, der zweite da. Ah, gut. Ich guck mal eben kurz unten, ob irgendwo noch was ist, dass ich vielleicht einfacher an eine Verkleidung komme. So.
Na, hier ist ja nix. So. Stimmt, jetzt bin ich direkt auf dem Anwesen. In der Villa quasi. Nur halt über den Zweitweg. Da oben sind die beiden Jungs. So. Oh. Junge, was macht ihr denn da? Na gut. Monsieur Chauffeur und sein Bodyguard stehen da. Sind also für mich gefährlich. Schade. Dann eben die beiden Buddies da oben. So, wen nehme ich erst? Einen muss ich ja erst aus dem Spiel nehmen und mal gucken, welcher es wird. So. Also, dich kann ich ja direkt hier wegnehmen, ne? Oder? Ja, eigentlich. Mit einer Münze weglocken? Okay, gut. Du läufst erst eine Runde, dann machen wir es anders. Dann nehme ich euch beide einfach aus dem Spiel. So. Charlie. Badim. So. Ich brauche echt mal eine andere alternative Waffe. So. Boom. Eins. Oh shit. Ich dachte, du wärst schon angelehnt. Du weißt, wo ich bin? Echt jetzt? Jetzt habe ich auch noch daneben. So. Okay, gut. Schön, dass die beiden nicht wussten, was hier passiert. So. Aber schickes Hawaii-Hemd habe ich. Okay. Erstmal die Nudelpackung hier. Ich kann mir echt nicht merken, wie das Scheißding heißt. So, okay, du da hinten würdest mich erkennen. Weißt du was? Du erkennst mich nicht. Dich mache ich einfach lang. Ach, du setzt dich. Umso schöner, dann bewegst du dich nicht. Triff. Jo. Jo. Okay, da hätte ich noch eine Sekunde warten müssen. Einmal die Bartoli. So. Dich kriege ich da oben auch rausgenommen, oder? Ja, bumm. Schade. Wieso bleibst du... Hä? Ah. Du wusstest, wo ich... Du weißt jetzt, wo ich bin. Ah, shit. Okay, gut. Der weiß jetzt im Zweifel, wo ich bin. Das heißt, ich muss hier weg. Denn ansonsten kommt der vielleicht hier rüber. Gut, der braucht länger runter als ich hier runter. Aber in spätestens einer Minute ist der auch da. Dann will ich nicht mehr hier sein. So. Dann gehe ich aber auch außen den Weg hier hoch. Boom. Na? Nichts los hier, oder? Nö. So. Dann mal ab in die Garage mit mir. So. Ich glaube, hier geht irgendwas ab. Feuerlöscher, Tür. Ach stimmt, das war die Eingang zum Vorderdingenskirchen. Oh, der könnte mich erkennen. Shit! Da laufe ich immer noch voll davor. Ja, ist okay. Komm her. Ja, yeah, that's it, Brody. Brody. Buddy. So, erstmal ausgenockt. Du guckst nicht weiter, oder? Nö. Cool. So. Ja, Mensch. Da haben wir jetzt per Zufall das erste von zwei Opfern. Jetzt brauche ich nur noch einen Explosivkill, damit ich auch ein bisschen Bonus kriege. Ich hätte ihn jetzt natürlich auch mit dem Explosivkill rausnehmen können irgendwie, aber meh. Hi Jungs.
Darf ich hier? Dann nicht. Okay. Ach, diese Äxte, die lächeln mich immer an. Erstmal Generator an. Interessiert kein Schwein. Cool. Okay. Dann gehe ich jetzt als Axtmörder. Los. Achtung, da ist eine Axt geflogen. Guck mal, da ist eine Axt. Nimm sie. Siehste? Eine Axt. Ich könnte ihn jetzt auch. Aber dann wird sein Bruder da, sein Buddy böse. Ich muss die irgendwie wegkriegen, die Jungs. Ach, komm. Ting, ting, ting. So, jetzt sucht ihr doch, oder? Sucht ihr jetzt? Eigentlich müsstet ihr jetzt suchen. Und jetzt kann ich an euch vorbei und dann kann ich euch von hinten mit der Axt ins Auge. Klingt jetzt böser, als ich meine. Nee, Quatsch. Von hinten durch die Brust ins Auge heißt es. Hey, cool. Ich bin nicht mal auffällig. So. Command, I have arrived at the location and it looks clear. Over. Okay. Ich will wissen, was ihr sagt. Okay. Habe ich schon gesagt, dass ihr liken sollt? Like mal. Okay, komm. Ich mach jetzt das echt. So, komm. Komm um die Ecke. Oh je, shit. Das war verdächtig, aber gerettet. So. Du musst jetzt um die Ecke. Ich schmeiß dir gleich sowas von der Axt in den Rücken. Boom. Oh, hi. Ja, gut. K.O. schlagen. So. Boom. Ach du Scheiße. Gut. Das waren mehr, als ich wollte. Ich wollte doch nur eine Verkleidung. Und dachte, ich kriege eigentlich den einen nur umgebämst und dann den zweiten, dass er irgendwie weg wäre. Aber ja, so, jetzt habe ich hier, ja. Okay. So, wo ist denn der? Warte mal, so, das ist Villa Wachmann-Verkleidung, Bertolli. Okay, du erkennst mich. Gut. Cool. Schrotflinte hätte ich jetzt sogar auch. Das heißt, ich könnte sogar, wenn ich wollte, Wachen eliminieren mit Schrotflinte. Ich glaube, das lasse ich mal lieber sein. Ach du... Okay. So. Ab in die Tonne da. Kann sein, dass ich zu oft den Sinn nutze. Sagt's mir ruhig ehrlich. So. So, hier. Okay. Hier ist... Ach, ja. Gut. Die könnte ich auch mit ins Versteck nehmen. Aber nein, lass ich mal sein. Komm, hier. Ich leg sie euch ins Kästchen. Komm. Leg sie hin. Genau. Ha, hübsch drapiert. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß, was schön aussieht. So. Ist da unten der rote? Nee. Ach scheiße, der geht nach oben. Ist hier unten überhaupt irgendwer? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, da ist einer. Okay, ich bin wieder weg. Ich glaube, hier unten ist eh nichts für mich. Ich gehe schon. Was war hier denn? Ein Ausgang. Da kann ich doch direkt hier hoch ab in die... Wie in die Villa, oder? Ah, cool. Kamera. Ich liebe Kameras. So, wo ist sie denn? Da ist sie.
Boom. Na komm. Bom. So. Hä? Wieso ist hier noch einer? Hä? Okay. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Soll ich mal erstmal auf? Klick. So. Muss ich hier jetzt... Ich weiß nicht, wo die Kamera ist. Aber egal. Solange sie mich nicht filmt, ist mir das alles scheißegal. So. Hier. Hier geht die Kamera weiter. Okay. Aber die kriegt mich hier ja nicht. So. Jetzt sind wir im Raum, wo ich theoretisch mich verstecken könnte als... Was ist das denn hier? Hier dieser Pestfuzzi da hinten. Hier, da. Mit der Pestmaske und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das ist halt so eine Dingenskirchen. Also, damit kann man auch schlecht durch die Gegend laufen. Aber es ist halt ein nettes Versteck. So. Gut, hier ist der nächste Wachmann. Hm. So. Ja, du bist doch ein Wachmann, ne? Sieht so aus. Okay. Ach, weißt du was? Ich gehe jetzt außen rum. Guck mal hier, ob ich hier da rumkomme. Shit, ich glaube, da hat mich was gefilmt. Das ist immer das gleiche Problem. Wenn man gerade mal in dem Modus drin ist, sieht man manchmal die Überwachungskamera-Streifen nicht mehr so gut. Die, da oben, genau. Ja, okay, gut. Jetzt bin ich safe gefilmt worden. Das heißt, ich muss eh gleich nochmal zu den Kameras hin. Ja, ja, gut. Irgendwo war hier gerade einer wieder. Gut. Wenn ich eh gefilmt wurde... Hallo. Magst du mir was kochen? Ja, just keep... Hallo. Okay, please, let me know if anything pops up. Ich will dich ansprechen. Where? Okay, er will nicht. Ich wollte was zu essen haben. Aber er kocht nicht für mich. Ja. Ach, wobei, jetzt ist es auch egal, oder? Ich muss ja eh gleich hoch. So. Weißt du was, ich schick dich jetzt gerade mal eben kurz mit Montezumas Rache aufs Klo. Boom. What's going on? I feel horrible. So. Jetzt lauf, mein Lieber. Ich glaube, einen Fernzünder habe ich nicht mehr, ne? Der wäre jetzt gut. Einfach... ihm mal eben kurz an Lokus anhaften und boom, weg. So. Ach shit, da steht einer draußen. Kannst du bitte weggehen da? Ich möchte hier jemanden ertränken. Es wäre schön, wenn du weg... Okay! Ich hab nicht gedacht, dass du weggehst, aber ist okay. Hör ruhig auf mich, ist super. So. Lass ich dich jetzt hier liegen? Ja, ne? Kommt ja eh keiner vorbei. Und falls doch, war ich schon lange nicht mehr da. So, jetzt muss ich aber erstmal eben noch kurz zu der ekligen Überwachungsanlage. Na, ich könnte jetzt als Villa-Wachmann durch die Gegend laufen. Mittlerweile ist der Leichensack hier oben gelandet. So. Dann mal hier querfeldein. Na, komm. So. Und hoch und links und hier wieder links und durch die Tür raus und dann rechts raus und links hoch. Ja, den Weg kennt man irgendwann auswendig. Auch wenn ich hier schon lange nicht mehr war. Ach, shit. Hier hätte ich doch vielleicht den anderen Anzug eher anhaben sollen. Aber ich glaube, hier ist eh nicht mehr viel los. Ich habe vorhin einmal ausgedünnt durch den einen, der weg ist. So, cool. Der Rest ist beschäftigt, der andere im Überwachungsraum. Den schnappe ich mir jetzt. Na, genau.
Ansonsten, wenn er jetzt angelehnt wäre, würde ich ihn mir so schnappen, aber so, den kann ich hier auch liegen lassen, da passiert nichts. So. Jetzt bin ich wieder etwas mehr inkognito. Mal wieder die schöne Wumme mitnehmen. Und Beweise zerstören. Ach, da hinten sind noch ein paar mehr. Da haben wir ein paar mehr Leute Sachen liegen lassen. In jedem Fall, ach, das sind alles die Bertollis. Die habe ich, glaube ich, alle schon bei mir im Schrank hängen. Also im Digitalen, im Freelancer-Schrank. Ja gut, so. Okay, dann ab mit mir nach draußen. Da vorne, das wird mein Ausgang. Ich will vorne den Käfer nehmen. Den mag ich. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Hier raus und... Nee. Wo war es denn nochmal? Wo ging es denn nochmal hier raus? Hier raus, glaube ich, ne? Ja. Ja. Genau. Die Ausgänge, das ist immer so das Problem. Ach nee, das ist die Küche. Da lang, okay. Ach, Leute, kann mal jemand die Verpeilung bei mir aus dem Kopf nehmen? Ja, ich bin angehalten wegen dem weißen Typ da. Nicht, dass der mich sieht, aber ich glaube, er sieht mich eh nicht. Oder? Jetzt geht er. Jetzt sieht er mich eh nicht mehr. So, hier runter. Und einmal. So, hier rein, hier hoch. Und durchs Fenster wieder raus. Ja, falls du den Eingang nicht kanntest, damit kommst du eigentlich ganz gut immer in die Villa rein, wenn du keine passende Verkleidung hast. Andere Verkleidung zeige ich beim nächsten Mal im Zweifel. So, ach komm, einmal noch ein paar Warnschüsse als Salut. Yay! Geil, oder? So. Ah. So, das ist doch schön. Und ich glaube, damit kann ich mich hier jetzt auch verabschieden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und wir sehen und hören uns bald wieder. Ciao, ciao.